Bürgermeister von Beuys möchte das Klima schützen. Aber in Hamburg baut er ein Kohlekraftwerk mitten in die Stadt, das mehr als 8 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich jedes Jahr in die Luft blasen wird. Er will auch die Gymnasien retten, schließt sie aber in Barmbek oder in Horn. Herr von Beuys ist auch häufig für Olympia. Erst für Leipzig, dann mal in Hamburg, jetzt für München. Leider will er die Olympischen Spiele nicht mehr in Hamburg haben. Er ist auch für den EU-Beitritt der Türkei, gleichzeitig aber für den Gegenvorschlag von Frau Merkel für die privilegierte Partnerschaft. Im Bundesrat hält er große Reden darüber, man müsse die Menschen wieder ernst nehmen. Hier in Hamburg tritt er Volksentscheide mit Füßen. Beim Verkauf unserer Hamburger Krankenhäuser und dem Volksentscheid darüber hat er einen guten Satz gesagt. Wem die Entscheidung nicht passt, dass unsere Hamburger Krankenhäuser verkauft werden sollen, der mag ihn 2008 abwählen. Ich denke, der Bürgermeister hat verdient, dass wir ihn wenigstens einmal beim Wort nehmen.